eine der strapaziösesten Reisen. Ja, wirklich, also ich bin ja heute aus Berlin losgefahren mit dem Zug. Das war auch das letzte Mal, dass ich in der Deutschen Bahn gefahren bin, ganz ehrlich. Das war mir heute wieder eine Lehre. Also immer, ja, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre. Wir auch. Ja. Ich kann ja ohne Mikro sprechen. Es war Horror, es war wirklich einfach die Hölle. Deutsche Bahn, echt. Also der Tobi kam aus Stuttgart, ne, und der saß dann, der war schuld eigentlich, ne? Weil du saßt in dem Zug, der die Oberleitung abgerissen hat. Warum? Hast du gespielt im Zug oder was? Hat sein Keyboard oben rausgeknallt. Ja. Genau. Wenn es so weitergeht, das ist ein neues Konzert. Ich wollte gar nicht so viel reden heute. Habe ich ja schon gut eingehalten. Ich mache einfach mal ganz entspannt weiter mit dem nächsten Song, für den ich jetzt doch die andere Gitarre nehme. Ein bisschen unschlüssig, weil der hat gesagt, die andere klingt viel besser. Deswegen nehme ich die Martin. Nehme ich die Martin. Ist das gerade, ne? Schön. Ja, jedenfalls, die Band ist die legendären Horny Horns aus Köln! Wir sind aus Köln losgefahren heute Morgen um, weiß nicht, 16:30 oder 8. Wir sind gerade erst angekommen, also wirklich vor, wann waren wir hier um 6:30, soweit? Ja, kurz vor knapp. Ja, Horny Honks, ne? Muss ich ganz kurz eine Geschichte erzählen? Und zwar. Nee, komm. Kann ich dir später auch noch erzählen. Das ist jetzt auch nicht so lustig, eigentlich, die Geschichte. Nee, das ist jetzt. Jetzt mag ich auch nicht mehr. Ja. Nee, da bin ich auch. Bin ich auch stolz. Finde ich den richtigen Ton für den nächsten Song? Das ist schon mal gut. Wenn wir alle der gleichen Ton hat, sind, ist das schon mal eine gute Voraussetzung für das Konzert. Aber das war noch nicht alles. Okay, du bist bereit. Okay, Tobi.
kennt ihr den nächsten Song? Ich werde gerne das Lied singen. Das freue ich mich. Unsere Sachen sind gepackt. Zwar für unbegrenzte Zeit. Und ich starte nach von New York. Vielleicht kommen wir dann ja mal vorbei. Thank you.